Audi-Pilot Frank Stippler sichert sich am Sonntag auf dem Nürburgring seine erste Pole im ADAC GT Masters. Markus Winkelock für BWT Mücke Motorsport dahinter. Rang 3 geht an Maxi Götz im Mercedes. Auf in den 8. Saisonlauf. Stippler im Audi vorneweg, lässt sich Platz 1 da erstmal nicht nehmen. Dahinter der Kampf um den 2. Platz. Winkelock gegen Maxi Götz. Götz macht Druck, Winkelock macht aber im richtigen Moment die Tür zu und kann Rang 2 verteidigen. Gewinner des Starts ist aber ganz klar Daniel Keilwitz in der blau-weißen Corvette. Er fährt vom 11. bis auf den 3. Platz vor. Etwas dahinter Mathieu Jaminet im Porsche. Der Franzose will am Audi von Maximilian Hackländer vorbei. Ein enges Duell, aber Jaminet bleibt hartnäckig und drückt sich vorbei auf den 6. Platz. Im hinteren Feld, wir sind onboard bei Lukas Luhr dabei. Da kommt Timo Scheider im BMW angerauscht. Scheider fährt den Porsche aufs Heck und erhält für diese Aktion eine Durchfahrtsstrafe. Für Scheider ein gebrauchter Tag. Kurz vor den Boxenstopps. Daniel Keilwitz, der Tabellenführer, plötzlich mit großen Problemen. Keilwitz hat kaum noch Speed, rettet sich noch in die Box, muss einen Wagen aber mit einer defekten Lichtmaschine abstellen. Die Chance für die Konkurrenten, Punkte auf die Gesamtführenden gut zu machen. Gefragt sind jetzt vor allem Markus Pommer und Maxi Götz im gelben Mercedes. Das Duo von HTP Motorsport in der Gesamtwertung auf dem 2. Platz. Pommer übernimmt das Cockpit von Götz, geht raus aus der Box und kehrt hinter Mike David Ortmann auf Platz 3 zurück auf die Strecke. Vorne weiterhin Audi mit Philippe Salacquada, der mittlerweile das Cockpit von Frank Stippler übernommen hat. Das Duell Luca Stolz gegen Sheldon van der Linde, es geht um Platz 10. Der Mercedes beschleunigt den Audi am Ende aus und geht vorbei auf den 9. Platz. Ein harter Fight, aber trotzdem fairer Sport hier in der Liga der Supersportwagen. Letzte Rennminute. Markus Pommer legt sich Mike David Ortmann zurecht, saugt sich da förmlich an am Heck des Audis, setzt dann im richtigen Moment den Angriff und schiebt sich auf den letzten Metern auf den 2. Platz vor. Die Sieger des 2. Laufs am Nürburgring heißen Philippe Salacquada und Frank Stippler, Pommer und Götz auf 2, Ortmann und Winkelock auf Rang 3. In der Gesamtwertung liegen Daniel Keilwitz und Marvin Kirchhoeffer nur noch einen Punkt vor Markus Pommer und Maxi Götz. Die nächsten beiden Saisonrennen finden Mitte August auf dem Dünenkurs in Zandvoort statt.